Samir, was wird das denn? Du, ich störe mich nicht. Mein Erlebnisbad für Coco ist verfertigt. Wie bitte? Da drin ertrinkt er doch. Ich gebe ihm einen Schnorchel. Nein, auf keinen Fall. Lass uns lieber gemeinsam etwas bauen. Okay, ich denke, ich könnte die Lorbeeren mit dir teilen. Hallo Freunde, heute sind wir in bester Sommerlaune und darum bauen wir ein Erlebnisbad für Hamster. Susi, ich meinte aber nicht, dass ich stattdessen den Papa saufen will. Sammy, die Teile brauchen wir halt alle für die verschiedenen Erlebniswelten. Okay, ich habe erstmal aufgeräumt. Ist das jetzt besser? Viel besser. Jetzt kann's losgehen. Wofür sind diese Teile? Wir beginnen mit dem Aufzug. Das ist das Fundament. Wir tragen erstmal Kleber mit der Heißklebepistole auf. Freunde, seid schön vorsichtig. Es ist sehr heiß. Und jetzt kleben wir die Teile zusammen. Genau so. Jetzt brauchen wir einen quadratischen Rahmen. Den hier? Ich wusste, du würdest den gleich brauchen. Nennen wir es Berufserfahrung. Danke, Sammy. Du bist ein Schatz. Das ist der untere Rahmen. Wir kleben ihn auf das Fundament. Das ist eine der vier Säulen für den Fahrstuhl. Wir kleben jeder an ihren Platz. Guck mal, Susi, ich kann das hier super balancieren. Keine Bange, ich hab's dann. Du spielst aber auch wirklich mit allem. Die letzte kommt hier hin. Und fertig. Jetzt können wir die Kabine zwischen die Säulen stecken. Wow, das sieht so echt aus. Ich wette, Coco wird die Fahrt genießen. Und für die Fenster habe ich Acrylglas verwendet. So kann Coco die Aussicht genießen. Und das Dach? Jetzt ist der Antrieb dran. Dafür brauchen wir ein Getriebe. Genauer gesagt zwei. Die kommen hier oben drauf. Dieses kleben wir in die Mitte. Perfekt. Und das kleinere kommt hier an die Seite. An die Kabine haben wir noch dieses kleine Teil angebaut. Als nächstes ist der untere Teil unseres Mechanismus dran. Der Motor läuft, dreht die Zahnräder und der Fahrstuhl fährt. Bedient wird alles mit diesen Knöpfen. Sie sind an den Motor angeschlossen. Den Mechanismus verkleiden wir mit Pappe. Freunde, wenn euch Basteleien mit interessanten Mechanismen gefallen, abonniert unseren Kanal und gebt ein Däumchen hoch. Der Aufzug ist fertig. Wir müssen nur noch den oberen und unteren Teil des Kabinenmechanismus mit einer Strippe verbinden. Jetzt können wir ihn mal testen. Erst hoch und dann wieder runter. Es funktioniert. Der Fahrstuhl ist sowas von cool, aber eigentlich frage ich mich, wozu ein Erlebnisbad sowas braucht. Susi? Diese Pappteile sind aber verdammt groß. Na klar doch. Sieh dir diese gewellten Kanten an. Was glaubst du, was es wert? Oh, wellig und sehr hoch. Was sieht in einem Erlebnisbad denn so aus? Ich hab's. Das werden Wasserrutschen, stimmt's? Genau, Sammy. Errätst du auch, wie viele Rutschbahnen es werden? Das ist leicht. Je mehr, desto besser, ist doch klar. Ich wusste, du würdest sowas sagen. Aber der Platz ist begrenzt. Versuch's nochmal. Bedenke dies, bedenke das. Was bin ich, ein Hellseher oder was? Wie soll ich das erraten? Schaut so aus, als läge die Antwort direkt vor dir, Sammy. Eins und zwei. Jetzt weiß ich, Susi. Es werden zwei verschiedene Rutschen. Richtig. Und hier sind sie. Eine ist ein bisschen welliger als die andere. Juhu! Oh, ich rutsche an. Keine Sorge, Sam. Wir bauen eine Leiter auf Eisstielen. Apropos, weißt du zufällig, wo welche sind? Upsi, habe ich die etwa weggeworfen? Ich weiß nicht mehr so genau. Oh, Sammy, das waren die letzten Eisstiele. Da sind ja die Eisstiele und geschnitten sind sie auch schon. Du solltest dich nicht so aufregen, Susi. Du machst dir echt zu viele Sorgen. Aber du hast mir einen Schrecken eingejagt. Na gut, bauen wir die Leiter. Und wieder schön vorsichtig mit dem Heißkleber. Die erste Stufe ist bereit. Susi, bist du sicher, dass das Loch hier so sein muss? Natürlich nicht. Das ist ja gefährlich. Da kommt auch Pappe hin. Außerdem kleben wir hier ein Teil an, um die Rutschen mit dem Fahrstuhl zu verbinden. Und auf der anderen Seite zu einem geheimen Ort, den wir noch bauen müssen. Sicherheit geht vor. Susi, wir brauchen noch einen Zaun, dass Coco nicht runterfällt. Du hast recht, Sammy. Und auf die Seite mit dem geheimen Ort kommt auch ein Zaun. Heiliger Bing-Bong, ist das hoch? Ich rutsch
gleich Wohnzimmer. Halt! Wir sind doch noch nicht fertig. Okay, ich hab's mir überlegt. Das ist zu gefährlich für einen Schlauchleim. Weise Entscheidung, Sam. Für Coco ist es auch noch zu gefährlich. Erstmal bauen wir ein Schwimmbecken. Ich hab gar nicht zugehört. Lass uns einen riesigen Pool bauen. Ich denke, der ist groß genug für Coco. Er ist auch nicht zu tief, dass Coco Angst kriegen könnte. Klingt gut. Danke für deine Unterstützung. Und was hast du da an? Gib wieder her. Das ist meine Decke. Sie ist so kuschelig und warm. Und genau richtig für unseren Pool. Coco mag kein echtes Wasser, also tun wir stattdessen Polyesterwatte rein. Na gut, aber diese LED-Lampen sind meine und ich werde sie nicht... Oh, was ist denn jetzt los? Hilfe! Ich denke mal, diese fiesen Lampen brauchst du nicht mehr. Oh, endlich frei. Nimm sie nur. Ich finde schon etwas Besseres. Gut zu hören, denn diese Lampen sollen unseren Pool beleuchten. Boah, das wird so cool. Du siehst, darf ich auch in den Pool? Na logo. Coco hat sicher nichts dagegen. Oh, das ist wundervoll. Als würde man auf Wolken schweben. Nach Rutschen und Schwimmen im Pool ist es Zeit für ein wenig Entspannung. Lass uns eine Ruhewiese bauen. Los geht's. Wow, das ging ja diesmal noch schneller. Entspannung? Da bin ich dabei. Wo kann ich mich hinschmeißen? Sammy, ich bin auch K.O. Kriege ich einen Kakao? Hm, danke schön. Jetzt ruhen wir uns erstmal aus. Oh, das ist einfach fantastisch. Freunde, wir sind gleich wieder da. Sag mal, Leute, habt ihr Susi gesehen? Wo ist sie denn bloß? Okay, ich schaffe das auch alleine. Sammy, du hast ja ohne mich angefangen. Das ist gemein. Ich wollte nur keine Zeit verschwenden, Susi. Coco wartet doch sehnsüchtig. Na, dann kannst du ja alleine weitermachen. Ich werde hier scheinbar nicht gebraucht. Das habe ich nicht so gemeint. Ich sagte doch gar nicht, dass ich es alleine kann. Nimm mir das bitte auf. Kleiner Scherz, Sammy. Ich lasse dich doch nicht im Stich. Apropos, das hast du gut gemacht. Dieses neue Element ist fast fertig. Jetzt kommt der interessanteste Teil. Hier kommt ein langer Schlauch. Ich kann kaum erwarten, wie Coco hier durchkrabbeln wird. Das wird eine Tunnelrutsche. Eine kleine Überraschung für unseren kleinen Freund. Dass mir das nicht eingefallen ist. Leider bin ich zu groß dafür. Noch ein letzter Handgriff. Und fertig. Diese Rutsche ist so hoch. Ihr wird ganz schwindig, wenn ich hier oben stehe. Au. Alles gut, mach dir keine Sorgen um mich. Und weil wir nicht wollen, dass Coco abstürzt, kommt hier auch noch ein Zaun hin. Und hier. Viel besser. Zwei Elemente fehlen noch. Sie teilen sich ein Fundament, sind aber voneinander getrennt. Dafür kommt hier eine Barriere hin. Schön fett Kleber drauf. Perfekt. Und die Trennwand kommt jetzt hier hin. Hm, etwas klein für den zweiten Pool. Susi, willst du mir nicht verraten, was ich will? Ehrlich gesagt habe ich mich noch gar nicht entschieden. Mach doch mal einen Vorschlag. Oh, das ist schwer, wenn du ein Genie bist und so viele Ideen hast. Schwere Entscheidung, hm? Na, dann schauen wir uns erst alles andere an. Susi, wie kommt Coco denn von hier nach da? Er kann doch nicht so weit springen. Versuch's nicht mal. Hier kommt eine Hängebrücke hin und Coco kann von hier raus direkt zur Tunnelrutsche gehen. Cool, oder? Mal ausprobieren. Ha, 10 von 10. Man kann sogar drauf springen. Wenn du dich vergnügst, schupfe ich ja verdammt schwer. Sammy, sei nicht so grantig. Ich kann dir doch mit der Deko helfen. Jetzt sieht die Ruhewiese viel gemütlicher aus. Und ich habe ein Leckerli für Coco versteckt. Ein paar Grünpflanzen fehlen auch noch. Oh, die Partygeraffe! Sammy, willst du Coco in Sand ertränken? Und ist dir überhaupt schon eingefallen, was das hier werden soll? Ich habe sogar eine ganz großartige Idee. Rate mal. Ich glaube, ich weiß es. Coco und ich geben das perfekte Volleyballteam ab. Nimmst du die Herausforderungen an, Sam? Später vielleicht, aber jetzt. Oh, dieser Liegestuhl ist ja himmlisch. Wo kommen die denn her? Die sind aber für Coco. Ich stelle noch einen Tisch dazu. Susi, ohne mich will das wohl nicht. Das sieht alles so trostlos aus. Na gut, dann stellen wir noch einen Sonnenschirm auf. Und was Leckeres zum Snack auf den Tisch. Nur noch der Feinschliff. Hier eine Leiter. Ein Flamingo. Ein fetter Donut. Flamingos kann man nie genug haben.
und einen winzigen Sonnenschirm. Und außen herum kommt noch ein Zaun. Freunde, sieht das nicht toll aus? Wollt ihr alles mal in Augenschein nehmen? Na dann, kommt mit. So, ihr Lieben, das Erlebnisbad für unseren Hamster ist fertig. Dann sollte Coco wohl schon mal seine Badehose anziehen. Ich denke, das können wir uns schenken. Coco ist schon ganz aufgeregt. Los geht's. Hier, mein Süßer. Jetzt geht's nach oben. Klasse, es funktioniert. Coco auf dem Dach der Welt. Sieh mal, Sammy, er nimmt gleich mal die Wellenrutsche. Vorsicht! Yippie! Er ist im Pool! Ach, diese weichen Bälle waren eine fantastische Idee. Coco liebt sie. Oh, er geht die Treppe rauf. Und ich denke, er hat sein Leckerli in der Tasche gefunden. Coco, du hast aber Hunger. Na dann, guten Appetit. Ich glaube, unser Hamster will noch eine Runde schwimmen. Sieht ganz danach aus, Sammy. Oh, sieh nur, er geht die andere Treppe hoch, um noch einmal zu rutschen. Juhu! Yippie! Ich wette, Coco hat einen Mordsgaudi. Jetzt geht er zur Hängebrücke. Los, Coco, keine Müdigkeit vorschützen. Susi, er hat es geschafft. Er ist auf der anderen Seite unseres Erlebnisbads. Oh, ich bin so gespannt, wie er die Tunnelrutsche findet. Das geht hier richtig fix. Unglaublich. Du bist fast am Pool, Badehamster. Er ist unser Held. Susi, kann ich auch so einen Pool haben? Ich bin echt neidisch. Sammy, ich sagte doch schon, dass du in Kokos Pool darfst. Komm, schauen wir lieber, was Coco als nächstes macht. Beachvolleyball spielen. Ah, ich fürchte, Sport ist nichts für ihn. Oh, okay. Und wo geht er jetzt hin? Vielleicht will er sich in einen Liegestuhl fletzen. Nee, die gefallen ihm wohl nicht. Coco, das hast du großartig gemacht. Hat Spaß gemacht? Auf jeden Fall. Dieses Erlebnisbad ist einfach der Hammer. Und der Eintritt ist auch noch frei. Tja, Freunde, vielleicht wollt ihr eurem Hamster ja auch mal zujubeln. Baut doch auch ein Erlebnispark. Und falls ihr euren Lieblingsblogger unterstützen wollt, gebt uns einen Daumen und abonniert den Kanal. Tschüss. Tschüss.